Zeigen geht hier noch nicht mal mehr, oder was, Alter? Diese Pussys, ey. Ich spiele das Spiel einfach. Schieß so den Ball. Na, im Elfmeter schießt nach rechts um. Wo schießt der drin? Genau auf die Mitte, Mann. Genau auf die Mitte, Alter. Mann, ey. Ich einfach nur ausrasten, Alter. So. Warum keine Videos kamen, liegt daran, dass ich einfach keine Lust mehr auf FIFA hatte, weil die ganze Zeit hier wieder so eine Scheiße gerade, dass einfach die ganze Zeit hier rumspackt. Und ja, weil, ja, ich hatte einfach keine Lust mehr da drauf. Ja, hab ich halt einfach. Hat nichts mehr aufgenommen. Ja. Einfach nichts. Und wenn es irgendjemand von euch nicht passt, dass jetzt hier kein FIFA kam, dann tut es mir leid. Nee, sorry, ich bin gerade einfach mal kurz da, also, ja, auf jeden Fall spielen wir jetzt hier mit dem überpowerten Team Alex hier Legenden. Ja, der linke Verteidiger, fast 90 Schuss. Ja, Rudi bitte noch mit dabei. So, und schreibt mir mal in die Kommentare, bitte. Hey, jetzt labere ich jetzt hier alles zum zweiten Mal, Mann. Schreibt mir mal in die Kommentare. Begrüßen wir heute Christa Söndergaard. Wie wir das dann machen sollen oder wie ich das dann machen soll mit dem mit der Aufteilung der Videos. Also ich hatte halt die Idee, dass einmal in der Woche FIFA kommt und dann halt zweimal so Minecraft oder so halt oder auch zweimal in der Woche. Also müssen wir uns da jetzt halt nicht direkt festlegen, wie oft das halt jetzt hier in der Woche kommt, aber so ja, ungefähr. Und dass ich dann halt nicht fünfmal FIFA bin, obwohl ich FIFA überhaupt nicht interessiert. Aber jetzt hat so. Der Gegner die Kugel. Hallo, da verlieren Sie den Ball. Das könnte jetzt nicht mehr. Boah, das Spin, Junge, der sieht so geil aus. Ne? Jetzt eine gute Flanke. Ey. So eine Scheiße. Da stehen zwei Spieler vor der Auslinie. Ja, zwei Spieler. Lasst den Mann einfach mal durchkullern. Anstatt man da mal zum Ball hingeht und den Ball. Wo war denn das ein Foul, Alter? Wo war das denn ein Foul, Mann? Ey, ich raste hier aus, Alter. Ich raste einfach nur aus. Schöne Flanke, aber der Gegner. Ja, wohin des Weges? Ein Versuch der Balleroberung. Da ist der Ball wortwörtlich. Ja, 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 halt deine Schnauze, du Kommentator, Alter. Komm, jetzt hier setz dich mal durch, Cantona, mit dem Spin. Cantona! Wir haben morgen einfach mal keine Schule, also morgen ist Mittwoch, haben wir einfach mal keine Schule. Alter, halt doch den Ball fest, Mann! Lass ihn mir nicht nach vorne abprallen! Oh ne, nach vorne ist eigentlich auch nicht gut dran. Auf jeden Fall haben wir morgen keine Schule, weil morgen die Lehrer irgendwie streiken, keine Ahnung, und irgendwie keine Schule ist auf jeden Fall richtig geil. Kann man sowas mit Freund machen, so den ganzen Tag, finde ich richtig fresh. Jeder was draus machen? Und, ja. Sergio Busquets! Wenn du den Torhüter bezwingen willst, dann musst du dir schon ein bisschen was anderes einfallen lassen. Mit dem Bullet. Eric Cantona, Eric Cantona, scheiße! Eric Cantona, komm! Nochmal mit dem Roulette, Eric Cantona, setz dich gut durch! Und dann, Mann. Kritisch, aber gut gemacht. Komm, Randa, Randa, Weg zustellen! Ja, oder gleich einen Ball holen, ja, so ist gut. Komm, und jetzt hier Hugo Sanchez. Komm, spiel in deinen Lauf, super gemacht! Und dann, oh, wieso setzt der denn zum Flugkopf? Nur nicht zum Volley. Ich raste gleich aus und versuche deswegen zu singen, um irgendwie. Das war zu viel Einsatz. Isco über die linke Seite. Alter, Isco als linken Mittelfeldspieler läuft bei ihm auf den Rücken. Bei dem Trainer. Ey, Cantona, kannst du mal rangehen, du
Spanien ist überhaupt nicht Tiki-Taka. Und Sanchez ist auch mal ein bisschen schneller. Und schau bleib an deinen Gegenspieler, Mann, Alter. Was ist denn das hier? Spielen wir hier irgendwie eine 6-0 oder hier vielleicht eine 10-0 wie beim Handball oder was? Spanier insgesamt nur 8 Tore erzielt, nicht unbedingt werden. Weit vor dem Tor nimmt er den Ball auf. Ja, da hat er richtig gut mitgespielt. Das nennt man dann wohl modernen Fußball. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Wunderbarer Pass, das kann gucken. Ja, komm, leck mich selber. Leck mich selber. Das ist wieder mal einfach nur unverdient. Das ist einfach wieder nur unverdient, Alter. Leute, ich bin einfach. Ich raste einfach aus. Ja, cool. Guck mal. Jetzt stellen sich da die Spanier einfach alle hinten rein, spielen sie wie Schalke einfach mit ihrem Betonfußball da, ja? Die, mit ihrem Betonfußball spielen die da. Und Diego Costa. Es sei die Frage erlaubt, wo ich. Ja, stell dich da einfach jetzt hinten rein und ich komme da jetzt nicht mehr durch. Kann ich jetzt kontern, wie ich will? Kann ich da jetzt spielen, wie ich will? Zu denen nichts mehr. Ja, guckt euch mal diese Pässe an, ey. Da könnte ich ja wieder einfach nur verzweifeln. Sanchez. Alter, ich krieg an. Ich zerstöre noch den Controller heute, sag ich. Zerstört noch den Controller. 100%ig. Sie hier nur über die Verletzung, Buschi. Ja, aber das ist ganz einfach dem Untergrund. Wenn das jetzt so weitergeht, dann zerstöre ich halt noch den Arm. Muss nicht unbedingt der Controller sein. Kann auch nur der Schreibtisch sein. Oder kann ja auch nur irgendwas anderes sein. Keine Ahnung. Raus auf den Flügel. Auf jeden Fall. Ich muss heute noch irgendwas zerstört, wenn ich das Spiel heute verliere. Und das, genau, das ist kein Elfmeter, Junge. Das ist kein Elfmeter, ist völlig richtig. Ja, der kriegt mir nur gegen meine Beine, sodass ich nicht flanken kann. Der fällt zwar nicht um, aber ist kein Elfmeter. Ist natürlich alles total richtig, Junge. Schiedsrichter, völlig gut. Es kann ja jeder mal falsch liegen, ne? Kann ja jeden 200.000 Mal ein FIFA passieren. Ist doch nicht schlimm. Ich kann ihn nur noch ironisch reden, Alter. Das ist einfach nur unnormal, ja. Ey, nimm doch den Ball an, da hätte ich jetzt mal einen Konter machen können. Iniesta. Ja, sowas kennen die ja gar nicht, Konter, ne? So scheiß wie die hier spielen, Alter. Und das war immer mein Lieblingsmann, ich hab mit dem nie ein Gegentor bekommen. Nie, Alter, mit dieser Abwehr da drinnen. Mit Tresor. Mit, hier den Mittelfeldspieler, die nach hinten ausgeholfen haben, ne? Ich habe einfach nur gewonnen, die ganze Zeit, nie ein Gegentor bekommen. Immer 5-0 gegen Deutschland und sowas. Alle immer weghauen, ne? Und jetzt sowas hier. Jetzt einfach sowas hier. Komm, jetzt spiel mal schnell nach vorne. Man hat ja, die haben ja alle über 90 Pace, ja, und nutzen es einfach nicht aus. Komm, Zico, wir hier. Ey, wieder. Wieder dieselbe Scheiße, Alter, der ist die Zwischen. Guck dir, hier steht noch nicht mal ein Spiel bei der Mittellinie, die stehen alle bei 16 Meter. Es entwickelt sich eine Möglichkeit. Tresor, Junge, endlich, Mann! Einfach mal durchgelaufen, voll hinten. Hinter der Mittellinie, Alter, endlich, Mann! Endlich mal eine gute Aktion von einem Spieler, ohne zu tricksen, einfach ohne zu skillen, einfach mal durchgegangen. Schön gemacht. Marius Tresor. Marius Tresor, Marius. Cool, freut mich. Marius Tresor. Tresor in Köln. Ich hab den früher immer safe genannt. Versteht das? Wegen dir, ne? Tresor. Wegen Safe nur ein Tresor, ja. Lustig, oder? Richtig lustig. Oh, scheiße, wieso macht denn der die ganze Zeit Rainbow Flick?
Komm, und jetzt hier das Wing von Carlos Alberto und komm, Alter, hier in Jester, Junge, wird von dem Verteidiger verarscht, Alter. Wird von dem Verteidiger verarscht. Und jetzt hier, gib schnell den Ball ab. Komm, und da läuft er doch nach. Facetti, komm, jetzt hier, bring mal eine gute Flanke, ja. Sagt der Abwehrspieler, vielen Dank für einen solchen Flankenball. Komm, Rivellino, Rivellino. Ja, hier wird er sich eine Chance. Komm, Junge, mit dem Roulette, fuck, Alter. Foul. Ja, völlig richtig. Alter, dieser Bronflücker, Mann! Soll sich vergraben gehen, Alter. Der soll sich einfach noch vergraben gehen. So, ach, wir kommen ja bestimmt wieder ins Elfmeterschießen. Dann zeige ich euch mal, wie schön meine Spieler Elfmeter schießen können, ja? Dann zeige ich euch mal, wie schön meine Spieler Elfmeter schießen können, ja? Mach ich dann mal. Freue ich mich schon. Jetzt nochmal volles Risiko, ja oder nein? Drei Punkte sind besser als einer. Es gibt dann... Nein! Nein! Wieso habe ich nicht geschossen? Scheiße! Aber wenigstens habe ich ein Tor geschossen, das würde ich jetzt sehen. Double Roulette, schön. Für eine Flanke! Und die Flanke landet genau über einer Abwehrspieler. Scheiße, jetzt hier nochmal Konter, Alter. Spannend. Alter, da steht keiner mehr hin. Ach doch, wieso? Komm, der safe das jetzt hier. Da, bitte! Ich kann nur Geld geben, weil der einen Vorteil gegeben hat. Er kann es nur Geld geben. Weil er hätte Vorteil gegeben. Da gibt's eine Verwarnung, gelb. Mario, es ist nicht so schön, ich krieg auch oft gelb. Ja, dann rutscht der immer. Von der, boah, zum Glück nur gelb. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr irgendeinen Sport macht, außer jetzt zum Beispiel Eishockey oder so, weiß ich nicht, ob es eine gelbe Karte gibt. Aber ob ihr da schon mal eine rote Karte, ich glaube, rote Karte gibt so ungefähr in jeder Sportart, oder nicht Karte, sondern irgendwann halt sowas, dass du halt das Feld des Verwiesen wirst. Auf jeden Fall ist euch das, wenn ihr irgendeinen Sport macht, schon mal passiert, dass ihr eine rote Karte oder was auch immer halt bekommen habt. Bei mir ist es, ich sag das ganz ehrlich, es ist, und jetzt bitte auch nicht in die Kommentare einschlagen, ich habe schon 10 rote Karten bekommen, um sich halt, um mir halt cool zu fühlen oder sowas, weil ich meine, es ist jetzt nicht wirklich cool, eine rote Karte zu bekommen. Auf jeden Fall, ich kann von mir erzählen, ich habe meine rote Karte bekommen, weil ich im Konter einen Schubser war, ein bisschen dumm. Es war einfach Frust und ja. Komm, Freunde, und jetzt hier, Alter, ich will jetzt, dass ich jetzt hier mal was mache. Ey, guckt euch jetzt mal die Elfmeter jetzt an, ne? Pass mal auf jetzt. Vorbei! Alter, ich glaub's nicht. Ich, Leute, ey. Der geht sowieso nicht rein. Ja, Mann, jetzt reinmachen, komm! Ja. Er guckt wieder nicht richtig in die rechte Ecke. Raste aus, Mann. 2-1 Führung, komm! Ach, heute. Fuck, der geht vorbei. 100 Pro. Nee, der geht rein! Ja, Mann! Wieder richtig scheiße geschossen, aber wenigstens getroffen. Komm, Freunde. Jetzt hier Andreas Iniesta, Andreas Iniesta, er schießt nach rechts. Die Seite. Und wieso springt er nicht nach rechts? Ich hab nach rechts gelegt! Ach. Jetzt den muss ich halten, habe ich gewonnen. Gegen Piqué, das könnte leicht werden. Wohin schießt er, wohin schießt er, wohin schießt er? Ja! Ja, Mann! Ich hab's geschafft, Mann! Ich hab's einfach geschafft, Freunde, Alter! Ich bin back, Alter! Ich bin back on business, Alter! Back on business, Mann! Cool, freut mich, jo. Ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge noch nach oben. Lasst mal oder wenn ihr es noch nicht gemacht habt, sonst nicht. Ganz gut. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage adios. Ciao. Achso, scheiße, ich muss noch die Aufnahmen beenden. Ja, sowas. Ciao.